Anfangs habe ich darüber nicht geredet und hatte auch ein halbes Jahr Pause im Rettungsdienst. Schöne Momente sind natürlich immer die, wo Menschen dankbar sind. Also die ersten Male, wo der Melder ging, war mein Puls bestimmt bei 180. Ich war so aufgeregt, wirklich. Jeder, der im Rettungsdienst ist, würde nicht sagen, dass Blaulichtfahren keinen Spaß macht. Wer bist du? Wie alt bist du? Was machst du? Und warum sitzen wir heute hier in einem Rettungswagen? Ja, sehr gerne. Also ich bin die Frauke, 22 und mache gerade die Ausbildung zur Notfallsanitäterin. Ich bin jetzt frisch ins zweite Lehrjahr gekommen. Ja, so viel zu mir. Wie kommt man darauf, Notfallsanitäterin zu werden? Ja, also erstmal, ich wollte schon als kleines Kind irgendwas mit Medizin machen, mit Blaulicht. Ich fand das immer ganz toll. Auf Dorffesten war ich immer die Erste, die helfen wollte, aber halt mit 3, 4, 5, 6 Jahren noch nicht konnte. Mhm. Da habe ich halt überlegt, okay, welche Möglichkeiten gibt es? Welche Ausbildung im Rettungsdienst? Und da bin ich halt über ein FSJ tatsächlich in den Rettungsdienst gekommen. Habe dann mit einem Rettungshelfer angefangen, dann kam der Rettungssanitäter und jetzt tatsächlich die Notfallsanitäterausbildung. Okay. Magst du einmal kurz beschreiben, was da so der Unterschied ist? Ja, sehr gerne. Also der Rettungshelfer, das ist im Grunde genommen die unterste Ausbildung im Rettungsdienst. Mhm. Die geht je nach Bundesland unterschiedlich. Die Theorie sind meistens 4 Wochen und dann 2 Wochen auf einer Rettungswache. Dann kommt der Rettungssanitäter, da hast du 160 Stunden Theorie. 160 Stunden Krankenhaus, das kommt dann dazu, und 160 Stunden auf der Wache, ja. Dann deine Abschlussprüfung. Dann kommt der Rettungsassistent, den es aber nicht mehr gibt. Also den gibt es schon noch, aber der wird nicht mehr ausgebildet. Mhm. Und dann der Notfallsanitäter, den kann man entweder in 3 oder 5 Jahren machen. 3 Jahre ist Vollzeit, 5 Jahre ist berufsbegleitend. Also du machst die Ausbildung dann Vollzeit, das heißt, ist das dann rein schulisch? Oder wie kann man sich dann so einen ganz typischen Ausbildungsalltag bei dir vorstellen? Also man hat in der Notfallsanitäterausbildung gewisse Stunden, die du in der Schule absolvieren musst, auf der Rettungswache und tatsächlich auch im Krankenhaus. Das ist tatsächlich von Wache und Schule unterschiedlich. Es gibt Leute, die haben 2 Tage Schule, 3 Tage Wache und zwischendrin mal Krankenhaus. Bei mir sieht es aus, dass ich halt immer Blöcke habe. Die gehen zwischen 5 und 10 Wochen. Und das wechselt sich dann immer ab, so mit Schule, Rettungssache, Schule, Rettungssache. Zwischendrin kommt dann mal ein Block mit dem Krankenhaus. Mhm. Und dann wieder Schule, Rettungssache und irgendwann wieder Krankenhaus. Ja. Da sieht man ja wahrscheinlich auch nicht ganz so schöne Dinge. Ja. Was war so das Schlimmste, was du erlebt hast? Und wie kommst du damit so zurecht? Ach, das Schlimmste war tatsächlich ein Autounfall, wo ein betrunkener Auto gefahren ist und ein Familienvater, der zur Arbeit wollte, halt ums Leben gekommen ist. Das war aber tatsächlich noch vor der Ausbildung, als ich als Rettungssanitäterin gearbeitet habe. Anfangs habe ich darüber nicht geredet und hatte auch ein halbes Jahr Pause im Rettungsdienst. Habe mir dann überlegt, okay, der Rettungsdienst ist eigentlich das, was du möchtest. Ich möchte nochmal einen Versuch Nummer 2 starten und habe dann halt angefangen, wenn mich sowas betrifft, belastet, dass ich halt mit Kollegen darüber rede. Und das hat mir eigentlich sehr gut weitergeholfen. Was motiviert dich dann trotzdem noch in diesem Beruf zu bleiben? Auf jeden Fall das Helfersyndrom. Du machst ja auch oder du hilfst so vielen Menschen und auch der Punkt, dass du da helfen kannst, wo andere Hilfe brauchen, ist halt einfach ein schönes Gefühl. Gibt es auch irgendwie schöne Momente, die man Auf jeden Fall. Was war so der schönste oder wo du dich jetzt so zurückerinnerst, so das war echt ein schöner Einsatz? Schöne Momente sind natürlich immer die, wo Menschen dankbar sind. Das kommt tatsächlich auch nicht so oft vor, dass einfach mal ein Danke kommt. Ein Einsatz vor 2 Monaten, das war meine erste Geburt im Rettungsdienst. Ah! Das ist natürlich ein Notfallbild, wo keiner krank ist. Das ist einfach schön. Mhm. Ja. Und da hast du dann Erstversorgung, also warst quasi erste Reihe mit dabei. Genau, mit Notarzt und Kollegen standen wir da. Zu Hause kam das Kind auf die Welt. Und dann ging es dann mit Mama und Kind ins Krankenhaus. Das war schön. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Was macht dir denn in der Ausbildung am meisten Spaß? Der Rettungswachenblock, weil das ist einfach Praxis. Das ist das, wofür du die Ausbildung letztendlich machst. Ne? Du bist nach der Ausbildung nur auf der Wache. Erstmal auf der Wache. Man hat so viele Möglichkeiten, aber... Und wie sieht dann so ein typischer Ablauf auf der Wache aus? Wir haben 24-Stunden-Dienste bei mir auf der Wache. Mhm. Wir sind in 3 Wachabteilungen. Ich bin in Wachabteilung 1 und dann kommt Wachabteilung 2, 3 und dann geht es wieder bei 1 los. Mhm. Und morgens ist Antreten. Das heißt, gucken, ob alle Kollegen da sind, ob jemand krank ist, ob alle Fahrzeuge besetzt sind. Dann geht es jetzt wegen Corona zum Testen. Mhm. Und nach dem Testen geht jeder an sein Auto und checkt das Auto. Mhm. Also komplett, ob alles drauf ist, Medikamente haltbar sind, Geräte funktionieren. Ja, und wenn da kein Einsatz kommt, dann geht es meistens ans Frühstücken. Da kommt morgens immer so ein Brötchenauto, da kann man dann sich was holen, das ist ganz schön. Und dann frühstückt man mit den Kollegen gemeinsam. Und ja, letztendlich ist es dann so ein Wechsel zwischen Einsatz und Wachleben. Wie lange braucht man dann so, um so einen Wagen fertig zu machen? Unterschiedlich, wenn wir zu dritt sind, weil im ersten und zweiten Ausbildungsjahr fahre ich als Dritte mit, dann geht das natürlich schneller, als wenn man nur zu zweit ist. Mhm.
Ich würde schätzen, so eine Dreiviertelstunde bis Stunde. Okay. Also für einen Rettungswagen. Ja. Mhm. Ja. Und da ist dann auch dieses Gerät mit am Start? Alles. Und wo ist das dann, wo kommt das zum Einsatz? Das ist der Notfallrucksack, der kommt zu jedem Patienten mit. Also das heißt, wenn dann du kriegst einen Notruf rein und dann steigst du aus dem Wagen aus und gehst dann in die Wohnung rein. Viele, das ist lustig, viele sagen nämlich immer, wenn die mich fragen, ob Notruf eingeht, wir bekommen ja die Notrufe nicht. Die Notrufe, die gehen ja an die Leitstelle. Die Leitstelle guckt dann, okay, wo ist der Notfallort, welcher Rettungswagen ist als nächstes dran und am nächsten dran. Mhm. Und dann alarmieren die uns. Das heißt, wir haben dann unsere Melder und auf der Wache tatsächlich auch einen Gong. Mhm. Und dann kriegen wir den Notruf über Melder und fahren dann dementsprechend los. Aber da muss man ja auch mega stressresistent sein, oder? Auf jeden Fall. Also geht dir da nicht auch manchmal so ein bisschen die Düse, dass man da so das, oh mein Gott, wohin jetzt mit mir? Oder wie läuft das dann so ab, wenn so ein Notruf eingeht und du weißt jetzt, okay, da ist jetzt vielleicht ein schwerer Unfall. Gibt es da etwas, dass man schon in der Ausbildung darauf vorbereitet wird, wie man das so handeln kann? Oder beschreib mal vielleicht, wie du dich in so einem Moment fühlst. Also die ersten Male, wo der Melder ging, war mein Puls bestimmt bei 180. Ich war so aufgeregt, wirklich auch der erste Patientenkontakt. Das war, ich kann es gar nicht beschreiben. Ich war einfach super nervös. Mittlerweile holen die Kollegen einen schon während der Anfahrt runter oder man atmet selber mal zwei, dreimal durch. Und man wird nicht ins kalte Wasser während der Ausbildung geworfen. Du kannst versuchen, an erster Stelle zu sein, sage ich mal. Das heißt, du versuchst den Patienten so gut es geht zu betreuen. Wenn du merkst, okay, pass mal auf, ich komme hier nicht weiter, weil es einfach der Ausbildungsstand nicht zulässt, dann übernehmen natürlich die Kollegen. So, also man wird nicht ins kalte Wasser geworfen, man wird, ja, ich sag mal, in die Hand genommen und langsam rangeführt. Blut und Spritzen. Sieht man täglich oder? Nee. Nein. Okay. Nein, sieht man nicht täglich. Aber dürftest du Spritzen geben als Notfallsanitäterin? Kommt drauf an, was für Spritzen du meinst. Wenn du so einen ganz normalen Zugang meinst, dann ja, wenn der Patient zustimmt natürlich, auf jeden Fall. Und das ist auch sehr von Stadt zu Stadt unterschiedlich, wie viele Medikamente tatsächlich für uns freigegeben sind. Aber ein paar dürfen wir auch geben. Ja. Was lernst du denn dann so in der Schule alles? Ja, also erstmal, ich hätte nie gedacht, dass das tatsächlich teilweise so tief in die Materie reingeht. Also erstmal grob natürlich die ganzen Notfallbilder. Dann müssen wir wissen, welche Rezeptoren gibt es, wo wirken die Medikamente, an welchen Rezeptoren, wieso, weshalb, warum. Rezeptoren, hol mich mal einmal kurz ab, was sind das? Beispiel Alpha-1-Rezeptor, wo die Medikamente dran wirken. Zum Beispiel ein Blutdrucksenker wirkt an den Alpha-1-Rezeptoren, die Alpha-1-Rezeptoren sitzen in den Arterien und so weiter und so fort. So. Genau. Und gibt es dann auch etwas, was dir gar keinen Spaß macht? Also sowohl vielleicht auf der Wache im Krankenhaus als auch in der Schule? Also auf der Wache bin ich sehr, sehr gerne. In der Schule gibt es natürlich Thementage, die sehr trocken sind, die aber sein müssen, wie das Thema Recht zum Beispiel. Das ist super, super wichtig für uns im Rettungsdienst. Ja, aber 8 Stunden, 9 Stunden am Tag. Ja. Dann lieber direkt in die Praxis. Auf jeden Fall. Ja. Du bist ja auch auf Instagram und in anderen sozialen Medien unterwegs und gibst da so einen kleinen Einblick in deinen Alltag. Wie bist du da drauf gekommen und gibt es irgendwie eine Message, die du gerne dann auf den sozialen Medien teilen möchtest? Ich bin vor 2 Jahren hier nach NRW gezogen, ohne Freunde, ohne Familie, einfach mal, weil ich in eine Großstadt wollte. Und der erste Hintergedanke war, ich mache das, damit meine Freunde sehen, was ich so mache, wie es mir geht. Das fanden die da auch ganz cool. Und eine Message hat sich so entwickelt. Ich möchte auf ernste Themen ansprechen, aber manchmal auf eine etwas lustigere Art und Weise. Wie läuft das denn dann ab mit der Bewerbung? Also du hast dann für dich entschieden, okay, Rettungssanitäterin reicht mir nicht, ich möchte jetzt Notfallsanitäterin werden. Genau. Wie hast du dich dann beworben? Erstmal habe ich geguckt, welche Rettungswachen, Lehrrettungswachen hier im Umkreis sind, weil nicht jede Rettungswache darf tatsächlich ausbilden. Man braucht den Status einer Lehrrettungswache. Was auch hilft, ist bei Rettungsdienstschulen einfach anzurufen und zu fragen, mit welchen Wachen die Kooperation haben. Und dann wird halt meistens aufgezählt, Feuerwehr X, Feuerwehr Y, ASB, DRK und so weiter und so fort. Und dann habe ich mich tatsächlich einfach überall beworben. Wie sind denn dann so die Arbeitszeiten? Also du hast gesagt, so der Unterricht ist dann auch so blockweise und dann bist du mal in der Wache unterwegs oder im Krankenhaus und dann gibt es so 24-Stunden-Dienste. Gibt es da irgendwie eine Mindestbegrenzung an Stunden, die du in der Woche machen darfst? Bestimmt gibt es die, aber ich weiß nicht, wie das im Rettungsdienst aussieht. Im Rettungsdienst gibt es so viele Sonderregelungen, alleine was den 24-Stunden-Dienst angeht. Also ich kann dir mein Dienstplanmodell erklären, wenn ich auf dem Wachenblock bin. Gerne. Wir haben immer 7 Dienste am Stück. Also ne, Wachtour 1,
bin ich, dann 2, 3 frei, dann wieder eins und das 7-mal am Stück. Mhm. Und dann haben wir einen Freidienst. Okay. Genau. Und wie lange geht dann so ein Dienst? 24 Stunden. Ach, das sind die 24-Stunden-Dienste. Genau, das sind die 24-Stunden-Dienste. Okay. Und dann haben wir 48 Stunden frei und dann wieder 24 Stunden. Dienste. Und dann alle 6, 7 Dienste fällt ein Dienst aus. Mhm. Das heißt, wir haben da 5 Tage am Stück frei. Wenn man dann ja 2 24-Stunden-Dienste hat, wäre man dann ja quasi durch. Genau, ja. Mit der Woche. Genau. Also so ist es dann auch. Also wir kommen ungefähr auf 168 Stunden im Monat, also jetzt nicht deutlich drüber. Ah, okay. Genau. Was denkst du, muss man alles mitbringen, damit man die Ausbildung gut durchzieht? Also ist es dann auch sehr viel Lernen oder was muss man mitbringen, damit man am Ende die Ausbildung gut abschließen kann? Ja, also ich würde schon sagen, ohne Lernen schafft man die Ausbildung nicht. Auch wenn man vorher Rettungssanitäter war. Man merkt schon, dass nach, ich sag mal, 4, 5, maximal 6 Monaten man merkt, okay, hier hört mein Wissen auf, ab jetzt ist wirklich alles Neuland. Und ohne Lernen kommt man mit Sicherheit nicht durch. Wenn ihr an so einem Einsatz ankommt, sind die Personen natürlich, haben die vielleicht Schmerzen, sind traumatisiert, sind vielleicht unter Schock und dann kommt man da an. Muss man da beruhigen können und wie beruhigt man am besten? Lernt man das? Muss man das schon mitbringen? Wie hast du das für dich so entwickelt? Ja, also beruhigen sollte man auf jeden Fall und das lernt man auch. Mhm. In der Schule ist das schwierig, da erzählen uns die Dozenten, also die Dozenten sind meistens alle Notfallsanitäter auch oder auch Ärzte. Die erzählen uns dann aus ihren Einsätzen, aber in der Schule, das zu lernen, ist schwierig. Wir machen zwar Fallbeispiele, aber da spielt ein Schüler tatsächlich den Patienten und dann wirklich so Schmerzen oder Angst zu spielen, ist natürlich schwierig. Mhm. Dadurch, dass man aber im ersten und zweiten Ausbildungsjahr als Dritter mitfährt, bekommt man das doch relativ schnell auf die Reihe, sage ich mal. Beziehungsweise schnell mit, wie die Kollegen das machen und dass das da halt auch wirklich funktioniert. Hast du noch irgendwelche Tipps für unsere Follower, was die bei der Bewerbung beachten sollen oder generell einfach irgendwie ein bisschen sagen, warum man die Ausbildung zur Notfallsanitäterin, zum Notfallsanitäter starten sollte? Ja, auf jeden Fall. Der Alltag ist immer unterschiedlich. Wirklich kein Tag ist wie der andere. Das Einzige, was gleich ist, ist der Fahrzeugcheck und diese Wachaufgaben. Aber alles andere ist wirklich komplett unterschiedlich. Also kein Tag ist wie jeder andere. Mhm. Man entlastet einfach den Arzt dadurch, dass man halt so viel machen darf. Die medizinische Kompetenz eines Notfallsanitäters ist einfach wirklich gigantisch. Das hätte ich am Anfang der Ausbildung wirklich nicht gedacht. Mhm. Der Kollegenzusammenhalt, das ist Wahnsinn. Also es ist wirklich wie so eine kleine Familie geworden, auch wirklich schnell geworden. Und es macht halt einfach Spaß. Und ich glaube, jeder, der im Rettungsdienst ist oder bei der Feuerwehr, würde nicht sagen, dass Blaulichtfahren keinen Spaß macht. Du hast schon diverse Fortbildung, Weiterbildungen gemacht. Mhm. Rettungssanitäterin, Rettungshelferin, jetzt machst du die Ausbildung zur Notfallsanitäterin. Möchtest du dich danach noch weiterbilden oder wo siehst du dich dann in Zukunft? Wo genau ich mich in Zukunft sehe, weiß ich noch nicht, weil ich einige Möglichkeiten habe, wo ich Bock drauf habe. Ich könnte mir vorstellen, eventuell Medizin zu studieren. Ah, ja. Genau, das funktioniert mit Notfallsanität und da ich kein Abitur habe, würde das damit funktionieren. Perfekt. Sollte das nicht funktionieren, hätte ich auf jeden Fall Bock, auch Praxisanleiterin zu werden, dass ich dann irgendwann vielleicht so eine kleine Frauke selber an der Seite habe. Das wäre echt cool. Mhm. Das sind so zwei Möglichkeiten, wo ich mich sehen würde. Aber ansonsten ist der Job ja wahrscheinlich sehr zukunftssicher, oder? Auf jeden Fall. Notfallsanitäter werden überall gesucht. Ja. Falls ihr noch Fragen habt rund um die Ausbildung zum oder zur Notfallsanitäterin, schreibt uns doch gerne die Frage in die Kommentare, eine Nachricht oder aber natürlich schreibt Frauke selbst persönlich. Wir haben sie natürlich hier verlinkt.